Klara Gawetz ist bei uns und sie ist neue stellvertretende Parteivorsitzende. Und ungefähr vor einer Woche, zu ungefähr dieser Stunde, haben Sie das Ergebnis des Mitgliedervotums bekommen. Was für eine Woche für Sie? Ja, also das war natürlich letzten Samstag für mich erstmal eine Enttäuschung. Wenn man antritt, möchte man auch gerne gewinnen. Und es ist ja so in der Politik, dass es keine wirklichen Pausen gibt. Und deswegen musste dann diese Woche sehr, sehr viel vorbereitet werden, um diesen Parteitag gut zu machen. Uns Journalisten oder sagen wir mal vielen Hauptstadtjournalisten ist in der vergangenen Woche vorgehalten worden, dass wir ja eigentlich ein ganz anderes Ergebnis erwartet hatten und deswegen frustriert waren und deswegen bestimmte Kommentare so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Welche Signale hatten Sie denn in den 1, 2, 3, 4 Tagen, bevor das Ergebnis kam, dass es so ausgehen würde, wie es jetzt ausgegangen ist? Gar keine Signale, weil das ist ja eine der seltenen Wahlen gewesen, wo es keine belastbaren Umfragen gibt. Und die SPD ist ja immer für eine Überraschung gut. Deswegen hatte ich natürlich die Hoffnung, dass Olaf Scholz und ich gewinnen. Aber niemand wusste im Vorhinein, wie es ausgeht. Und ich fand auch dann die Reaktion der Journalisten auch ziemlich hart. Wie kriegt man da die Kurve, wenn man so ein Ergebnis hat, eigentlich zuversichtlich ist, dass man schafft, auch die ganze Wochen vorher gespiegelt kriegt, eben auch meine aus unserer Branche, dass es wahrscheinlich reichen wird und dass es klappt, wenn auch knapp oder so. Wie kriegt man da die Kurve, um dann zu sagen, ich trete an als stellvertretende Parteivorsitzende? Eine Sache war vorher uns ganz wichtig, also allen Vieren, die kandidiert haben, dass klar war, egal wer gewinnt, die jeweils unterlegenen zwei werden die anderen unterstützen, weil wir natürlich eine Partei sind, wir sind alle Sozialdemokraten. Und uns liegt die Partei am Herzen. Das war das eine. Und zum Zweiten, Samstag hatte ich natürlich dann erstmal gar keine Lust, dieses Jahr noch für irgendwas zu kandidieren. Aber da sind die ostdeutschen Landesverbände auf mich zugekommen, aber auch viele, es waren ja fast 100.000, die Olaf Scholz und mich gewählt haben, die gesagt haben, wir wollen, dass eure Ansätze und auch ein Stück weit die Kandidaten präsent bleiben. Und dann habe ich ein bisschen mit mir geknabbert und gerungen und dann habe ich gesagt, na gut, du trittst an. Jetzt ist die gesamte Führungsriege ausgetauscht, neue Vorsitzende, neue Stellvertreter. Haben Sie schon Gedanken machen können, wie Sie diese Rolle ausfüllen wollen? Zwei Punkte waren mir ja von Anfang an wichtig in meiner Kandidatur. Das ist eine, die Repräsentanz von ostdeutschen Interessen, Biografien, aber auch unseren Lebenslagen. Und ich bin ja auch die einzige Stellvertreterin, die aus Ostdeutschland kommt. Und das Zweite ist das Thema Gleichstellung. Das ist ein Punkt, der mir politisch schon immer wichtig war, wo wir auch einen ganz klaren Unterschied zur Union haben. Gerade heute haben wir zum Beispiel beschlossen, dass wir Parität haben wollen, also auch ein Wahlrecht, was Frauen stärker unterstützt, währenddessen die CDU beim letzten Parteitag sich noch nicht mal zu einer Quote hat hinreißen lassen. Können wir vielleicht noch mal vertiefen an der Stelle, indem Sie noch mal erläutern, wie das denn aussehen soll, das Gesetz, wie sich die SPD das vorstellt, das wahrscheinlich auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden kann. Aber nichtsdestotrotz, was sind die entscheidenden Punkte, was ist Ihnen da besonders wichtig, wie soll es konkret aussehen? Also es gibt ja Parteien, die haben das schon geschafft, nämlich die haben interne Quote. Bei der SPD ist das seit vielen Jahren der Fall, bei den Grünen, bei der Linkspartei. Das heißt, dass man, wenn man eine Wahl hat und eine Liste aufstellt, dass man die quotiert, dass man auch vor Ort in den Direktwahlkreisen schaut, dass Männer und Frauen aufgestellt werden. Und das kann man natürlich nicht nur in parteiinternen Satzungen regeln, das kann man auch in einem Wahlrecht regeln. Das machen viele Länder in Europa und das führt dazu, dass der Frauenanteil steigt. Wir erleben ja jetzt, dass es gerade gegenteilig ist, der Frauenanteil in den Parlamenten sinkt. Und von alleine werden wir da die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht schaffen. Wobei, da müssen wir, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen helfen, weil Sie da besser drin sind im Stoff. Das Paritätgesetz, das das Land Brandenburg verabschiedet hat, ja jetzt wahrscheinlich noch mal juristisch überprüft wird, ob das tatsächlich so funktionieren kann, weil es, so kurios es klingt, die Rechte auch von Männern durchaus einschränkt. Es ist das erste in der Republik und es gibt eine interessante Debatte unter Staatsrechtlern, ob das möglich ist oder nicht in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel im Grundgesetz den Artikel 3, wo drin steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat muss aktiv dafür sorgen, dass etwas gemacht wird, um das auch umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch das freie und gleiche Wahlrecht und auch die Organisationsfreiheit der Parteien. Das muss man miteinander abwägen. Das wird sicherlich eine spannende juristische Diskussion. Wir haben aber in Thüringen jetzt schon ein zweites Paritätgesetz. Die Berliner haben sich auch auf den Weg gemacht. Das ist einfach der Trend der Zeit. Für wie gerichtsfest halten Sie das, was die SPD verabschiedet hat? Wir verabschieden natürlich nur Gesetze, von denen wir ausgehen, dass sie mit der Verfassung in Einklang sind. Alles andere wäre nicht denkbar. Und natürlich ist man vor Gerichten immer in der Hand der Richter. Und manchmal gibt es ja zwischen Schwarz und Weiß, zwischen geht und geht nicht, auch einen Hinweis eines Gerichtes, was man vielleicht noch ändern muss. Da sind wir gespannt, aber das wird dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr vorliegen. Gucken wir noch ein wenig auf die Partei, für die Sie jetzt mitverantwortlich sind, ob Sie wollen oder nicht. Da sind Sie jetzt mal drin und in der Mitverantwortung. Das habe ich schon gewollt, sonst hätte ich ja nicht kandidiert. Ja, klar.
War auch irgendwie eine schräge Formulierung, fiel mir auf, während ich sie sagte. Nichtsdestotrotz, wenn Sie sich das angucken, was hier die vergangenen anderthalb Tage bislang passiert ist, was denken Sie, wie wird die Partei in einem halben Jahr dastehen? Also es haben ja ganz viele Ihrer Kollegen gesagt, das wird ja jetzt ein ganz schlimmer Parteitag. Die werden sich irgendwie streiten, die werden das Personal nicht voneinander kriegen. Und die SPD hat es mal wieder allen gezeigt. Das war eine Nikolaus-Überraschung, glaube ich, auch für die Journalisten, dass wir gestern sehr einig auch bei der Stellvertreterfrage waren, dass wir auch sehr einig waren bei der Bewertung der Großen Koalition. Heute zum Beispiel ein Punkt, der bei uns ja immer sehr umstritten war, ist Sozialstaatspapier, was wir mit großer Einmut unterstützt haben. Also insofern ist das eine vorweihnachtliche Harmonie, aber auch eine inhaltliche Neuaufbruch der SPD, das ist sehr schön. Frage ist ja, und deswegen kann man bei der SPD ja nie so wirklich sicher sein, wie lange diese vorweihnachtliche Harmonie hält, wahrscheinlich bis Weihnachten, aber was passiert beispielsweise Januar, Februar, März? Wir haben uns ja inhaltlich an vielen Punkten jetzt neu auf den Weg gemacht. Sozialstaatspapier hatte ich schon gesagt. Und ansonsten haben wir in diesem Koalitionsvertrag noch viele Punkte, die uns wichtig sind, die wir umsetzen wollen. Einer, ich bin ja Mutter von drei Kindern in der Grundschule, der mir ganz wichtig ist, ist der Plan von Franziska Giffey, dass es jetzt auch einen Rechtsanspruch gibt auf die Betreuung ganztags in der Grundschule. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die haben einen befristeten Arbeitsvertrag ohne jeden Grund dafür. Da müssen wir rangehen. Also es gibt noch genug zu tun nächstes Jahr. Was sind Ihre Erwartungen an die beiden neuen Parteivorsitzenden? Die Partei zu führen, vielleicht auch mit einem bisschen frischeren Blick, nicht unbedingt sozusagen nur aus dem Perspektive des Bundeskabinettes. Sie bringen ja ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ein. Norbert Walter-Borjans auch aus der Landespolitik, was ich als jemand, der 15 Jahre Abgeordnete war, natürlich sehr schätze. Und wir haben jetzt auch natürlich zwei Menschen, die da nicht schon seit langer, langer Zeit in den Gremien sitzen. Das führt ja manchmal dazu, dass man auch ganz normale Routineabläufe noch mal neu überdenkt und sagt, müssen wir das eigentlich immer so weitermachen oder geht es auch anders? Gelingt das, was ich jetzt mal Spagat nennen will, auf der einen Seite einer stärkeren parteilichen Profilierung oder auf der einen Seite und auf der anderen Seite Zusammenarbeit, konstruktive Zusammenarbeit in dieser Koalition? Ich glaube schon. Wenn Sie gesehen haben, das war eine Riesenleistung auch der neuen Parteispitze. Sie haben gesagt, Samstag haben wir das Ergebnis erfahren. Freitag musste schon das komplette Personaltableau vorliegen. Freitag musste schon der ausformulierte Leitantrag vorliegen. Da haben die gute Arbeit geleistet in Kooperation mit dem Vizekanzler Olaf Scholz und natürlich unserer Bundestagsfraktion. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Klara Gawitz, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns gewesen sind, nach einer wirklich turbulenten und wahrscheinlich auch emotional durchaus aufwühlenden Woche.